Hallo. Und zwar will ich heute mal was anderes machen und kein Spiel streamen oder so, weil meine Bandbreite dazu wahrscheinlich sowieso nicht ausreicht. Also der Versuch, den ich mit GTA Online gemacht habe, das war sehr pixelig und alles, was 3D hat und so, ist extrem pixelig. Darum bin ich jetzt stattdessen mal auf die Seite die unmoralische.de gegangen. Da gibt es eine Chronik der verpassten Weltuntergänge. Das ist eine Seite, die ich vor mindestens 10 Jahren schon mal entdeckt habe. Und es ist ganz interessant, sich da anzugucken, was wir hier alles an Prophezeiungen haben, die ins Land gegangen sind. Und ja, die Welt ist immer noch da irgendwie, ne? Ich meine, jetzt sitzen wir alle zu Hause rum und so und das ist alles nicht schön, aber die Welt ist noch da. Okay, dann also sind jetzt nicht sortiert nach dem Jahr, in dem sie gemacht wurden, die Prophezeiungen, sondern sie sind sortiert nach dem Weltuntergangsdatum, das sie prophezeien. Hier haben wir für 30 nach Christus verkündet von urchristlichen Gemeinden, Jesus selbst wies auf das nahe Ende der Welt hin. Wahrlich sage ich euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes kommen sehen mit Kraft. Nach der Kunde von der Auferstehung ihres Herrn erwarten die Gläubigen den jüngsten Tag mit jeder Stunde und so warten sie noch heute im Jahr. Gut, ne, ich meine, das mit, sie werden den Tod nicht schmecken, das könnte man jetzt auch wieder als Hinweis auf Corona deuten, denn die Covid-Infektion soll ja angeblich den Geschmackssinn außer Kraft setzen, aber wäre ein bisschen spät, ne? Ich meine, 1990 Jahre nach dem Termin, da wartet keiner mehr. Da ist das akademische Viertel rum. Okay, für 70 nach Christus von jüdischen und christlichen Weltuntergangsgläubigen, also der Trend läuft immer noch, scheinbar. Als die Römer unter Führung des Titus im Jahre 70 nach Christus Jerusalem einnahmen und den Tempel zerstörten, sahen viele Juden und auch etliche Christen das Ende aller Zeiten für gekommen. Das Ende aller Zeiten dauert jetzt schon eine Weile, ne? Aber okay. Dann 250 nach Christus von einem christlichen Sektenführer namens Montanus. Montanus, ja, richtig gelesen, okay. Montanus, der sich selbst, Entschuldigung, Montanus, der in sich selbst den von Christus verhießenen Messias sah, lehrte seinen Anhängern, dass das himmlische Jerusalem zwischen zwei Dörfern in Phygien Wirklichkeit werden würde. Tausende von leichtgläubigen Christen pilgerten im Vertrauen auf seine Worte dorthin. Wenig später pilgerten sie wieder in ihre Heimatorte zurück. 500 nach Christus, der heilige Hippolytus, der römische Kirchenschriftsteller und Gegenpapst Hippolytus, ging davon aus, dass die Erde 500 Quatsch, 5500 vor Christus erschaffen wurde und insgesamt 6000 Jahre alt werden würde. Seinen Anhängern lehrte er, 500 Jahre werden nach der Geburt Christi noch vergehen, dann wird das Ende gekommen sein. Die Welt ging nicht unter, wohl aber die Theorie des Hippolytus. 800 nach Christus, diverse christliche Propheten, also jetzt haben wir schon eine ganze Gruppe von Leuten, die sich zusammenfindet und prophezeit. Eine Vielzahl christlicher Propheten datierten das Beginn der großen Woche auf das Jahr 5200 vor Christus und legten somit auch das Ende fest, 800 nach Christus. Ja, gut, wie gesagt. 979 nach Christus, verkündet von der Mönch Abbo von Fleury. Die in der Johannes-Offenbarung erwähnten 1000 Jahre wären nach Berechnung des Mönches Abbo von Fleury, der im 10. Jahrhundert an der Loire lebte, bereits 979 zu Ende gewesen. Dann 992. In diesem Jahr fielen Maria Verkündung und Karfreitag zusammen, Geburt und Tod. Okay. Ja, Weltuntergang. 31. Dezember 999. Papst Silvester II. verkündete, dass um Mitternacht des 31. Dezember 999 die Welt untergehen würde. In der christlichen Welt brach eine Massenhysterie aus. Horden von Räubern plünderten das Land und der Pöbel forderte lautstark die Hinrichtung von Zauberern und anderen suspekten Gestalten. Hunde und Katzen leben zusammen. Massenhysterie.
Aber als die Welt sich am 1. Januar des Jahres 1000 noch immer drehte, beruhigte sich das Volk wieder. Und Papst Silvester zog sich aus der Affäre, indem er behauptete, nur seine Gebete hätten den drohenden Weltuntergang verhindert. Ja, das ist eine Leistung, ne? Muss man anerkennen. Da hat mal Religion funktioniert. Er betet und zack, Weltuntergang fällt aus. Anderen Quellen zufolge verlief der erste Jahrtausendwechsel eher unspektakulär, da der meist ungebildeten Mehrheit der Bevölkerung der Kalender und damit die Zeitrechnung noch unbekannt war. Okay, aber es gibt nicht lange eine Pause zwischen den Terminen. Wir haben jetzt 1000 nach Christus. Johannesevangelium, gemäß der Prophezeiung des heiligen Johannes wird Satan nun bald von seinen Ketten befreit. Denn die 1000 Jahre gehen zu Ende, in Klammern Apokalypse. Kaiser Otto III., der mächtigste Mann seiner Zeit, kroch auf dem Bauch herum und gelobte Mönch zu werden, wenn sich dadurch das jüngste Gericht aufhalten lasse. Ja, nun weiß ich nicht, ob er Mönch geworden ist, aber das jüngste Gericht hat dann noch ein bisschen auf sich warten lassen. Es sei denn, man nimmt die ganzen letzten 1000 Jahre an als jüngstes Gericht. Okay, dann für 1033 nach Christus. Radolf Glaber, Mönch und Geschichtsschreiber aus Burgund. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Zeitgenossen ging der Mönch und Geschichtsschreiber Radolf Glaber davon aus, dass die in der Offenbarung des Johannes erwähnten 1000 Jahre erst vom Tod Christi anzuzählen seien, also bis 1033. 1169 nach Christus. Astronomen. Okay, verkündet von Astronomen. Im Jahre 1169 fand ein seltenes astronomisches Ereignis statt, welches den Weltuntergang einleiten sollte. Alle Planeten waren in einem einzigen Sternbild der Waage versammelt. Und auch 1186 nach Christus wieder Astronom, und zwar Johannes von Toledo, sagte im Jahr 1179 voraus, dass der Weltuntergang 7 Jahre später mit verheerenden Erdbeben und Stürmen eingeläutet werden soll, denn im September dieses Jahres standen sämtliche Planeten im Zeichen der Waage. Ein jedenfalls für Toledo sicheres Zeichen für das kommende Ende. Also gleicher Grund, anderer Zeitpunkt, bisschen anderer Zeitpunkt. Wieder Massenhysterie, in Deutschland grub man allenorts Unterstände. Der Kaiser von Byzanz ließ alle Fenster seines Palastes vermauern. Der Erzbischof von Canterbury ordnete sogar ein 3-tägiges Fasten an, um Britannien auf das jüngste Gericht vorzubereiten. Erst im Jahre 1187 beruhigten sich die Gemüter wieder. So, 1254 nach Christus, verkündet von Friedrich II. Der Herrscher Friedrich II. Beweist, dass der Papst Innozent IV. Der Antichrist ist, dass sich die Buchstaben seines lateinischen Namens zu 666 aufaddieren lassen. Okay, gut, das ist keine besonders tolle Prophezeiung. 1260 nach Christus, verkündet von Joachim von Fiore, einem katholischen Abt. Der lehrte, dass der Messias wieder erscheinen würde, wenn die Erde 7 Phasen durchlaufen hätte. Im Jahr 1200 waren nach seiner Lehrmeinung 40 Generationen seit Christus vergangen. Daraus leiteten seine Anhänger den Weltuntergang für das Jahr 1260 ab. Dann 10. bis 14. Februar 1420, böhmische Taboritbewegung oder Taborite? Mitte Februar des Jahres 1420 sollte nach der böhmischen Taboritbewegung Christus erneut auf der Erde erscheinen und den Weltuntergang einleiten. Als er dann doch nicht erschien, lehrten die Priester, dass Christus im Geheimen und deshalb nicht für jeden sichtbar gekommen war, und gründeten eine apokalyptische Sekte, die gegen ihre Gegner mit Waffengewalt vorging. 1500, verkündet von Giacomo Savonarola, einem katholischen Priester, der seit 1490 die baldige Ankunft des Messias und das Strafgericht Gottes predigte, ließ den Weltuntergang im Jahre des Herrn 1500 stattfinden. Im Jahre 1500 ging allerdings nicht die Welt, sondern nur seine Glaubwürdigkeit den Bach runter. Wieder 1500, Sandro Botticelli, Maler. Der italienische Maler Sandro Botticelli schrieb folgende Notiz unter sein berühmtes Gemälde Mystic Nativity. I, Sandro, painted this picture at the end of the year 1500 in the troubles of Italy in the half time after the time according to the 11th chapter of St. John in the second woe of the apocalypse in the loathing of the devil for the 3.5 years.
Then he will be chained as in this picture. Okay. 1.2.1524. Wieder Astronomen. Ich muss sagen, die Astronomen von heute sind da vergleichsweise eher auf Zack als damals, aber okay. Der 1. Februar des Jahres 1524 wurde gleich von mehreren Astronomen als Weltuntergangstermin festgesetzt. Denn an diesem Datum trafen sich die Planeten Jupiter, Saturn und Mars im Sternbild der Fische. Also diesmal nicht Waage, sondern Fische. Und auch nicht alle Planeten, sondern nur ein paar Planeten, aber trotzdem Weltuntergang. Ein sicheres Zeichen für die Sintflut. Okay. Tief beeindruckt flohen 20.000 Londoner auf die umliegenden Hügel, um ihren Gott beim Ende der Welt näher zu sein. Am 2.2. zogen sie trockenen Fußes wieder in die Stadt. 1532 nach Christus, verkündet von Martin Luther. Das Jahr 1532 war das erste Jahr, in dem Martin Luther die Welt untergehen ließ. Okay, keine weiteren Erklärungen hierzu, warum. Irgendwelche Planeten, die sich im Sternbild des Wassermanns... Naja, ist egal. 19. Oktober 1533. Verkündet von Pfarrer Michael Stiefel. Am Neujahrsabend 1533 verkündete Pfarrer Stiefel in seiner Gemeinde der kleinen kurfürstlichen Resistenz Lochau, dem späteren Annaburg, dass er aus bestimmten Wortrechnungen, die auf die Gleichsetzung der Buchstaben mit den aufeinanderfolgenden Dreieckzahlen, was für ein Scheiß ist das, dem Weltuntergang für den 19. Oktober 1533 um 8 Uhr früh datieren könne. Die Worte des von Martin Luther eingeführten Pfarrers waren fatal. Viele Bürger bestellten ihre Äcker nicht mehr und lebten nur noch nach diesem Ziel. Annaburg wurde zum Wallfahrtsort. Die Zahl der Selbstmorde stieg sprunghaft an. Pfarrer Stiefel erfand später den Vorläufer der Logarithmiktafel und wirkte an der Universität Jena als Professor für Mathematik. Okay, offensichtlich vielseitig begabt der Mann. 1538 nach Christus, verkündet von Martin Luther. Als es dann 1532 noch nicht mehr werden sollte, verschob Martin Luther den Weltuntergangstermin um 6 Jahre. 1541 nach Christus, Martin Luther. 1541 war der dritte und letzte Termin, für den Martin Luther den Weltuntergang prophezeite. Danach wollte er sich verständlicherweise nicht mehr auf genaue Termine festlegen lassen. 1650 nach Christus, die fünf Monarchen. Nach Berechnung der fünf Monarchen sollte der Weltuntergang im Jahre 1650 beginnen. Wer sind die fünf Monarchen? Müsste ich nochmal nachschlagen. Okay. Zip. Berühmte Monarchen, Monarchenhügel. Fünf Monarchen finde ich jetzt zumindest hier nicht. Vielleicht bei Wikipedia. Ne, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich irgendein Club oder so. Keine Ahnung. Entschuldigung. Also, fünf Monarchen, Weltuntergang im Jahr 1650. 1665 Shabbatai Tweezy. Im Jahre 1665 wurde Shabbatai Tweezy von den meisten jüdischen Gemeinden in Europa und im Mittleren Osten als der Messias anerkannt. Oh, was? Okay. Ein großes Vorbild für die Juden seiner Zeit war er aber nicht, denn als er ein Jahr nach seiner Ernennung zum Messias zum Islam konvertierte, folgte ihm kaum jemand. Okay. 1666 nach Christus, diverse Zahlenmystiker. Die Zahl 1666 ist die Summe aus den Zahlen 1000, Apokalypse, und 666, Number of the Beast. Okay, 1666 nach Christus, verkündet von Christoph Kolumbus, der genuesische Seefahrer und Entdecker Amerikas und Völkermörder. Christoph Kolumbus vertraute weniger auf die Vernunft, die Mathematik und die Weltkarten als auf Berechnungen von Kardinal Pierre Daly, wonach noch etwa 155 Jahre fehlen, bis die 7000 voll sind, nach denen das Weltende kommt. Kolumbus entschied sich für das Jahr 1666. Die letzten drei Ziffern ergeben die Zahl für das Fabeltier in der Offenbarung des Johannes.
Seine Reise begriff er als eine Etappe auf dem Weg ins endzeitliche Paradies und unterschrieb seine Briefe mit Christofferenz, Bringer Christi. Okay. 1692 nach Christus, verkündet von der päpstliche Legat Pierre Daly. Also das war der, der hier eben auch erwähnt wurde, scheinbar. Der päpstliche Legat und Kardinal Pierre Daly sagte 1419 das Weltende zunächst für 1692 voraus und dehnte später den Zeitraum bis 1789. 1800 nach Christus, verkündet von Suzette Labrousse, katholische Prophetin. Die katholische Prophetin Suzette Labrousse sah im Jahre 1790 den Weltuntergang voraus und datierte ihn auf das Jahr 1800. 1814, Miss Johanna Southcott, Seherin. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, glaube ich. Das ist ein ziemlich langer Absatz da. Ja. 1814 gab Miss Southcott, eine 64-jährige Jungfrau und Teilzeitwahrsagerin, bekannt, dass sie schwanger sei und den neuen Messias, den Shiloh, zur Welt bringen würde. Kurz nach seiner Geburt würde die Welt untergehen und nur ihre Anhänger würden gerettet werden. 21 Ärzte untersuchten sie daraufhin und 17 von ihnen kamen zu dem Ergebnis, dass Southcott entweder schwanger oder wahrscheinlich schwanger sei. Dutzende von Anhängern kampierten vor ihrem Haus, das Wunder erwartend, und wurden enttäuscht, da der Messias nicht zum erwarteten Zeitpunkt erschien. Miss Southcott starb 10 Tage später. Ihre Anhänger entschieden, das Kind sei in den Himmel gefahren und würde später zurückkehren. Okay. 21. März 1843, Mitternacht. Diverse Theologen verkünden. Dieses Datum wurde von zahlreichen Theologen aufgrund des 8. und 9. Kapitels des biblischen Buches Daniel ermittelt, in dem von 2300 Abenden und Morgen die Rede ist, die die Erde dauern werde. Ein Abend und ein Morgen gleich ein Jahr. Sowie von 70 Wochen alias 490 Jahren, die mit dem Tode des Erlasers im Jahr 34 schon vergangen waren. Damit verbleiben von der Geburt Jesu noch 2300 minus 490 plus 34 gleich 1844 Jahre. Der 21. März schließlich ergab sich durch den Frühlingsanfang, da ja auch die Welt im Frühling angefangen hatte. Okay. 21. März 1844. William Miller, amerikanischer Baptistenprediger und Gründer der Adventisten. Dieses Datum wurde durch den amerikanischen Baptistenprediger William Miller im Jahre 1818 verkündet, welcher Termin aus den Wörtern und Zahlen der Bibel errichtet haben wollte. 1 Million Menschen glaubten ihm und verschenkten Hab und Gut, was sie am 22. März 1844 wohl schwer bereut haben dürften. Nachdem der Doomsday-Termin verstrichen war, gab Miller bekannt, sich geirrt zu haben. Er hätte den Beginn der Reinigung durch Christus gemeint. Seitdem gibt es die Sekte der Adventisten. 1864 nach Christus, Reverend Edward Irving. Der britische Prediger Reverend Edward Irving sagte den Weltuntergang für das Jahr 1864 voraus. Aus seiner Anhängerschaft ging später die neue apostolische Kirche hervor. 1874 verkündet von den Zeugen Jehovas. Das ist der erste Termin des Weltuntergangs der Zeugen Jehovas. Im Jahre des Herrn 1874 sollte für die Zeugen Jehovas nach Aussagen ihres Gründers Charles Taze Russell die Welt zum ersten Male untergehen. Aber da sie sich gegen Ende des Jahres noch immer drehte, verlegte er den Weltuntergang rasch auf den 1. Oktober 1914. 1881, verkündet von Old Mother Shipton, einer englischen Wahrsagerin. Dieser Weltuntergangstermin geht auf eine Wahrsagung einer gewissen Mother Shipton aus dem England des 15. Jahrhunderts zurück, die mit den Worten endet: "The world to an end will come in 1881. Okay. 1891, verkündet von Joseph Smith, Gründer der Mormonen. Am 14. Februar 1835 predigte Joseph Smith, der Gründer der Mormonen, auf einer Versammlung, dass das Kommen des Herrn ist nahe
dass das Kommen des Herrn ist nahe. Es sollen noch 65 Jahre, 56 Jahre bis dahin vergehen. Die 56 Jahre sind mittlerweile vergangen und der Herr lässt immer noch auf sich warten. 1901, verkündet von Reverend Michael Baxter. Sehr viele Pastoren und Theologen und also die Astronomen haben sehr abgenommen jetzt zu dieser Zeit und es sind hauptsächlich mehr Geistliche. Der Pfarrer Michael Baxter, Herausgeber des Christian Herald, verkündete 1889 in seinem Buch The End of This Age About the End of This Century, dass 1896 144.000 gläubige Christen entrückt werden und fünf Jahre darauf, 1901, die Welt untergehen würde. Aber Baxter irrte und die 144.000 Christen mussten auch im Jahre 1902 noch auf dem irdischen Jammertal Vorlieb nehmen. Das ist dann genau diese Rapture-Lehre, an die viele fundamentale und evangelikale Christen in den USA immer noch glauben. Bloß halt mit anderem Datum oder ungewissem Datum dann. 17. Mai 1910. Verschiedene Weltuntergangsexperten. Im Mai 1910 näherte sich der Hallische Komet zum 27. Male seit seiner ersten Beobachtung der Erde. Eine wahre Hysterie brach aus. Tausende von Menschen in Europa versammelten sich in Kirchen und beichteten ihre Sünden. Hunderte begingen Selbstmord. Andere wiederum verschenkten Haus und Habe oder gaben sich einem Vergnügungstaumel hin. In Oklahoma musste die Polizei sogar ein Mädchen vom Altar der Select Followers retten, die den Allermächtigen mit einem Menschenopfer zu besänftigen versuchten. Doch die ganze Aufregung war umsonst, der herrliche Komet flog vorbei, wie immer, und die Erde drehte sich weiter. 1914 nach Christus, verkündet von Helen Exeter, Gründerin der Panacea Society. Die Panacea Society wurde gegründet, um die Schriften und Überzeugungen von Joanna Southcott, eine Seherin im London des frühen 19. Jahrhunderts, zu verbreiten. Achso, das ist die, die ein Kind kriegen sollte und dann gestorben ist. Okay. Helen Exeter, die Gründerin dieser Gesellschaft, legte die Rückkehr des Messias auf das Jahr 1914 fest, nachdem der Termin im Jahr 1814 geplatzt war. Ein Irrtum erlebten sie nicht mehr. Sie ertrank am Anfang des Schicksalsjahres. Ach je. Nun legt die Panacea Society alle ihre Hoffnungen in eine verschlossene und versiegelte Kiste aus Mrs. Southcotts Nachlass, die das Datum der Rückkehr enthüllen soll. Dummerweise darf diese Kiste nur im Beisein aller Bischöfe der Kirche Englands geöffnet werden. 1997 schaltete The Panacea Society eine Serie von Zeitungsanzeigen, um diese zu versammeln. 1914 nach Christus, Zeugen Jehovas. Für die Zeugen Jehovas geht schon wieder einmal die Welt unter. Das Datum berechneten sie aus dem Buch Daniel, Kapitel 4. In diesem ist von sieben Zeiten die Rede. Die Sekte interpretierte sieben Zeiten, a 360 Tage, macht insgesamt 2520 Tage. Diese wurden wiederum als 2520 Jahre ausgelegt, gemessen vom Datum 607 vor Christus. Als die Welt aber doch nicht unterging, verkündeten die Oberen, dass Christus unsichtbar gekommen war und nun von wahren Gläubigen gesehen wurde. Nochmal. Als sie das aber dann doch nicht tat, verkündeten die Oberen, dass Christus unsichtbar gekommen war und nur von wahren Gläubigen gesehen werden konnte. 1925, verkündet von Zeugen Jehovas. 1925, ein weiteres Jahr, in dem für die Zeugen Jehovas die Welt untergehen sollte. 1953 nach Christus, verkündet von David Davidson, Buchautor. In seinem Buch The Great Pyramid, Its Divine Message, sagte David Davidson den Weltuntergang für das Jahr 1953 voraus. 1957 nach Christus, verkündet von Miran Ask, Pastor aus Kalifornien. Nach Auffassung des kalifornischen Pastors Miran Ask sollte im Januar 1957 der große Kampf zwischen Gut und Böse stattfinden. Millionen Menschen sollten verbrannt und die Erde versenkt werden. Aber tatsächlich brannte nur die Sonne auf den Schädel des Pastors und versenkte ihm sein Hirn. 22. April 1959, Sekte der Davidianer. Am 22. April
des Jahres 1959 erwarteten Hunderte von Anhängern der Davidianer-Sekte auf ihrer Farm in Waco, Texas, vergeblich auf die Ankunft des Messias. 1960 nach Christus, Piazzi Smyth, königlicher Astronom. Der schottische Astronom Piazzi Smyth veröffentlichte 1860 ein Buch, welches sich mit der Pyramidenforschung, immer Pyramiden, ne? Erst Astronomen, dann Theologen, jetzt Pyramidenforscher. Er glaubte, dass in den Abmessungen der Pyramiden Botschaften über die Zukunft versteckt seien. Aus seinen Studien schloss er, dass die Welt noch vor Ende des Jahres 1960 untergehen würde. Tatsächlich ist 1960 aber nur diese Theorie untergegangen. Auch wieder 1960 nach Christus, Sekte des Bruder Emman. Emman? Im Jahr 1960 warteten die Mitglieder der Sekte des Bruder Emman am Fuße des Mont Blanc vergeblich auf das prophezeite Ende der Welt. 4. Februar 1962, Sibylle von Prag, Wahrsagerin, Prophezeiung von Sibylle von Prag aus dem 17. Jahrhundert für 1962 auch nichts geworden. 1969 nach Christus verkündet von Charles Manson, Kultfigur der Hippies. Das ist eine gewagte Beschreibung für den Stellenplatz, den Charles Manson irgendwie hat. Als Kultfigur der Hippies, nicht als verrückten rassistischen Massenmörder oder so. Okay. Für Charles Manson stand es fest, dass die Welt im Jahre 1969 untergehen würde. Er behauptete, die Beatles wären Engel der Apokalypse und ihre Songs wie Helter Skelter oder Revolution No. 9 enthielten kryptische Botschaften über die Zukunft. Okay. 1973 David Moses, Gründer der Children of God, Moses David? David Moses oder Moses David? Naja, wer auch immer, der Gründer der christlichen Sekte, die Kinder Gottes, glaubte, dass 1973 ein Komet die Erde treffen und das Leben und alles Leben in den Vereinigten Staaten verdichten würde. Es ist also nicht mal ein Weltuntergang, sondern ein Untergang der Vereinigten Staaten hier, der vorher gesagt wird. Und 1975, Zeuge Jehovas, im Jahre 1975 ging für die Zeugen Jehovas zum vierten Mal die Welt unter. 1978, Jim Jones, Messias der Volkstempler. Nach einem Massenselbstmord auf Anweisung ihres Messias Jim Jones in Jonestown, ach, das ist die Geschichte, im Dschungel Guyanas erfuhren 923 Mitglieder der Volkstempler-Sekte nicht mehr, dass die Erde auch im Jahr 1978 noch immer im Lot war. 28. Juni 1981, The Lighthouse Gospel Tract Foundation aus Arizona wusste zu berichten, dass am 28. Juni 1981 mit absoluter Sicherheit die Welt untergehen würde. Heute kann man mit absoluter Sicherheit sagen, dass es so etwas wie eine absolute Sicherheit nicht gibt. Auch wieder 1981. Arnold Murray, Fernsehprediger. Der Fernsehprediger Arnold Murray sah das Erscheinen des Antichristen für das Jahr 1981 voraus. 30. Juni 1981, Evangelist Bill Maupin oder Maupin. Am 30. Juni 1981 sollten die Anhänger wie des Evangelisten Bill Maupin wie ein Bündel Luftballons gen Himmel aufsteigen. Genau wie es ihr Meister prophezeite. Dieser fand nach seinem Scheitern schnell die Ursache für die nicht stattgefundene Himmelfahrt. Die Sinai-Halbinsel gehört noch nicht zum jüdischen Staatsgebiet, was aber Voraussetzung gewesen wäre. Ja, das ist dumm gelaufen. 1982, Wim Malgo, Gründer des Missionswerks Mitternachtsrufs, wird wieder theologischer hier. Wim Malgo, der Gründer des Missionswerks Mitternachtsruf, terminierte im Jahr 1979 aus astrologischen Gründen das Weltende auf den Frühling 1982. Puh, 1984 bis 1999, Bhagwan Sri Rai Rajneesh, Bhagwan Sri Rajneesh, würde ich jetzt sagen. Tokio, New York, San Francisco, Los Angeles und Bombay werden von der Erdoberfläche verschwinden. Die Menschheit wird mit der größten Flut seit Noah geschlagen und schwerste Erdbeben und Vulkanausbrüche sind an der Tagesordnung. All das und noch viel mehr sah Bhagwan Sri Rajneesh, Guru der Rajneesh-Bewegung, die für die Jahre 1984 bis 1999
für die Jahre 1984 bis 1999 voraus. Die besagten Städte gibt es heute immer noch, nur Bhagwan ist schon von der Erdoberfläche verschwunden. 1986, Moses David, obwohl die USA faktisch schon seit 1973 nicht mehr existieren dürfte, sah Moses David, Führer der Kinder Gottes, den großen Kampf zwischen Gut und Böse für das Jahr 1986 voraus. Die Vereinigten Staaten und Israel würden von Russland vernichtend geschlagen und eine weltweite kommunistische Diktatur würde eingeführt. Und im Jahr 1993 würde Christus dann auf der Erde erscheinen und ein Ende machen. Ich trinke nochmal was. ...1988 nach Christus. Trinity Broadcasting Network. Amerikanischer christlicher Fernsehkanal. Ein christlicher Fernsehkanal, Trinity Broadcasting Network, legte den Weltuntergangstermin auf den 10.11. September des Jahres 1988. Der Kanal unterbrach sein reguläres Programm und sendete den ganzen Tag Instruktionsvideos für Ungläubige, welche Verhaltensmuster bei der plötzlichen Himmelfahrt der Angehörigen zum Inhalt hatten. Hier steht 1888, aber das ist ein Tippfehler. Das ist 1988 heißen. Der amerikanische Prophet Charles Taylor riet den Gläubigen im Jahr 1988 in das Heilige Land zu reisen. Denn wenn sie sich ein Zimmer am Olivenberg nehmen würden, könnten sie die Rückkehr des Herrn aus nächster Nähe beobachten. Mai 1988. Wieder Wim Malgo und Norbert Lies, Missionswerk Mitternachtsruf. 1986 wies Wim Malgo, der Gründer des Missionswerks Mitternachtsruf, und Norbert Lies, sein publizistischer Nachfolger, auf den Mai 1988, den 40. Geburtstag Israels, als möglichen Weltuntergangstermin hin. Also die haben nur gesagt, pass mal auf, Israel 40 Jahre alt, vielleicht Weltuntergang, mal gucken. 8. Mai 1988, Paul Kuhn, nicht der deutsche Schlagersänger Paul Kuhn, nehme ich an, sondern ein anderer Paul Kuhn, und zwar religiöser Leiter der Michaelsvereinigung. Bald ist die Zeit da, wo eure Kinder geholt werden. All diese reinen, unschuldigen Geschöpfe Gottes sollen gerettet werden, sollen nicht diesen Heuschrecken und Skorpionen ausgesetzt werden, die euch quälen werden. 5 Monate lang. Die Auserwählten unter euch, die mit den Kindern geholt werden, werden mit unseren Helfern für sie sorgen. Es wird ihnen an nichts fehlen. Glaubt mir, sie werden es wunderbar haben. Einige Zeit werden sie auf unseren Mutterschiffen zubringen. Später werden sie an einen wunderschönen Ort gebracht werden. All dies sollte, wenn man der 4000 Mitglieder starken Michaelsvereinigung in Dotzwil im Thurgau am Bodensee Glauben schenken darf, am 8. Mai des Jahres 1988 geschehen. Doch als die Welt sich am 9. Mai immer noch drehte, randalierten die Mitglieder in Dotzwil und die Sekte trat in eine Uminterpretations- und Konsolidierungsphase ein. Ein neues Weltbild wurde noch nicht festgelegt. 29. September 1899, verkündet von Hart Armstrong, Vorsitzender der Christian Communications. Hart Armstrong, der Vorsitzende der Christian Communications, terminierte in seinen Publikationen den 29. September 1988 als den Termin der Entrückung. Okay, Oktober 1988 von etlichen Weltuntergangsgläubigen. Ach ja, wieder 40 Jahre seit Israel, okay. 1990 FF. Summit White House Church Universal and Triumphant. Summit White House wurde 1957 von Reverend Mark Prophet gegründet, nachdem dieser vom Heiligen Geist besucht und zur Gründung beauftragt wurde. Die Sekte ist eine Mischung aus Christentum und östlicher Mystik. Nach seinem Tod 1967 übernahm seine Frau Elisabeth Wolf oder Guru Ma die Führung der Vereinigung. Sie benannte den Kult um in Church Universal and Triumphant und zog mit ihren Anhängern auf eine abgelegene Ranch in Montana, bewacht von Bewaffneten. Von den Anhängern wird die Abgabe allen Besitzes und die Unterordnung unter das strenge Regime der Organisation erwartet, die sogar Sex zwischen verheirateten Paaren kontrollierte.
In den 80er Jahren begann man mit dem Bau eines massiven Bunkers und dem Anlegen eines Waffenlagers, um dem von Goromar für 1990 vorhergesagten Atomkrieg widerstehen zu können. Nach 1990 behauptete die Führerin, sie hätte nie ein exaktes Datum genannt und nur behauptet hätte, dass die Welt in der Gefahr einer immensen Katastrophe wäre. Die Sekte unterhält zur Sicherheit weiterhin Bunker und Waffenlager. 28. Oktober 1992, Lee Jung-rim, Führer der südkoreanischen Tami Mission, Lee Jung-rim, Führer der südkoreanischen Tami Mission Church. Der Führer der südkoreanische evangelisch orientierte Tami Mission Church. Okay, legte den Weltuntergang auf den 28. Oktober 1992. Vier von seinen 20.000 Jüngern brachten sich aus Angst um. Hunderte verließen Familie und Arbeitsplatz. Der Sektenführer musste anschließend ein Jahr ins Gefängnis und eine Strafe umgerechnet 41.000 Mark zahlen wegen Betrugs. 1993. Davidiana wieder. In Erwartungen des nahen Weltuntergangs verschanzten sich die Mitglieder der Davidianer-Sekte auf der Ranch Apokalypse des Gurus David Koresh im texanischen Waco. Als Polizisten das Anwesen nach mehrwöchiger Belagerung stürmen, gehen 85 Sektenmitglieder in den Feuertod. Also die haben sich selber mit ihrer Ranch angezündet. 24. November 1993, Maria Devi Christos, Führerin der russischen Sekte Weiße Bruderschaft. Sie erkor sich selbst zum Messias, Maria Devi Christus, und legte den 24. November 1993 als Weltuntergangstermin fest. Obwohl sie in ihren weißen Gewändern kombiniert mit einem spitzen Hut, exotischem Schmuck und einem Schäferstock eher wie eine Christusparodie aussah, folgten ihr Tausende aus der ukrainischen Oberschicht, alle in der Hoffnung, zu den auserwählten 144.000 zu gehören, die gerettet werden würden. Glücklicherweise wurde ein geplanter Massenselbstmord von 500.000 Sektenmitgliedern, heilige Scheiße, und durch das rechtzeitige Eingriffen der russischen Behörden verhindert. 1994 nach Christus, Jody Mambro und Luc Jouret, Führer der Sonnentempler. Im Jahr 1994 sollte für die Sonnentempler die Welt untergehen. Dieses Ereignis wurde von den Sektenmitgliedern mit einem Gruppenselbstmord, Klammern 35 Tote, in Szene gesetzt. Nach dem Tod sollten sie in feinstofflicher Form durch den Kosmos zum Planeten Sirius fliegen, wo sie zu christusähnlichen Sonnenwesen werden würden, während die Erde von apokalyptischen Ereignissen geschüttelt würde. 38 von den 53 Opfern, die den Transit, in Anführungszeichen, zum Planeten Sirius nicht freiwillig mitmachen wollten, wurden von der Sekte umgebracht. Die Stunde der Offenbarung ist gekommen und es ist die Stunde der Apokalypse, verkündete der ehemalige Truppenarzt und jetzige Sektenführer Luc Jouret kurz vor dem dramatischen Ende. Am 15. Dezember 1995 wurden in einem Waldstück bei Grenoble die Leichen von 16 weiteren Sektenmitgliedern gefunden. Sie brachten sich um, weil sie maßlos darüber enttäuscht waren, von ihren Führern, die Mambro und Luc Jouret, beim ersten Transit zum Sirius übergangen worden zu sein. Und am 22.03.1997 fand die Feuerwehr in einem brennenden Landhaus 5 verkohlte Leichen. 3 verstörte Kinder, die sich in einem Nebengebäude aufhielten, erklärten gegenüber der Feuerwehr, dass sich ihre Eltern auf dem Weg zum Planeten Sirius gemacht hätten. Dies sei bereits der zweite Versuch gewesen. Beim ersten Transit hätten einige Pannen den kollektiven Selbstmord verhindert. Weil die Kinder diesen Wahnsinn nicht noch einmal leben wollten, bettelten sie beim zweiten Mal um ihr Leben. Nach einer langen Auseinandersetzung betäubte ihr Vater sie und brachte sie in das Nebengebäude. September 1994, verkündet von Harold Camping, amerikanischer Fernsehprediger. Jetzt geht's los mit Fernsehpredigern. Der amerikanische Fernsehprediger Harold Camping erklärte vor Millionen von Zuschauern, dass die Welt im September 1994 untergehen werde. Im Oktober 1994 schwankten seine Anhänger gefühlsmäßig zwischen herber Enttäuschung und grenzenloser Erleichterung. 1995, Missionswerk Mitternachtsruf, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, Wim Malgo, genau. Norbert Leith, der publizistische Nachfolger des 1993 verstorbenen Wim Malgo, erscheint von seinem Vorgänger Die Lust,
scheint von seinem Vorgänger die Lust auf das Verkünden von Weltuntergangsterminen geerbt zu haben. 1993 meint Leith, dass im Jahr 2000 der Auftritt des Antichristen schon vorbei wäre, was ein Beginn des Weltendereignisses um 1995 erfordern würde. 1996 verkündet von Erzbischof Usher oder Usher: Unsere Welt wurde im Jahr 4004 vor Christus erschaffen, und zwar am 26. Oktober um 9 Uhr früh. Guck mal, das, wie macht das Sinn? Wie kann die Welt um 9 Uhr früh anfangen? Ich meine, wenn man eine Welt macht und dann, also wenn man, nehmen wir mal an, man sei Gott, ja, und baut sich da was, sowas wie eine Simulation oder so von einer Welt, ja, und lässt sie starten, dann fängt man doch nicht um 9 Uhr an, und wenn man weiß, dass davor es Zeit gegeben hätte und man ist da, wo man die Zeit anfangen lässt. Das ergibt keinen Sinn, finde ich. Naja. Also hat er gesagt, im Jahr 1659, das Ende der Welt kannte er auch schon, 1996 sollte es soweit sein, im sechsten Tag der großen Woche, also 6000 Jahre nach der Erschaffung der Welt. 1996 nach Christus, verkündet von Deutschlehrerin K., Anhängerin der Sternengeschwister. Die Deutschlehrerin K. warnte im Unterricht ihre Schüler vor dem nahen Weltuntergang. Am nächsten Freitagabend erfolge in Russland ein Putsch durch Wladimir Schirinowski. Danach breche ein weltweiter Atomkrieg aus. Ein Überleben auf der Erde gäbe es nicht, dafür eine Zukunft im lichtdurchfluteten Universum. Tausende von Raumschiffen seien für die Evakuierung von allen Kindern und von Anhängern der sogenannten Sternengeschwister im Anflug. Trotz ihrer Prophezeiung gibt es noch eine Zukunft auf Erden für die leichtgläubige Sternenschwester. Ob sie allerdings noch eine Zukunft als Lehrerin im Schuldienst hat, ist mehr als fraglich. Ich bin gerade mal zwei Drittel durch, ne? Und wir sind schon 97. Also da kommen noch jede Menge Weltuntergänge. Okay, 10. April 1997, verkündet von Dan Miller und Bob Wadsworth vom Biblischen Astronomischen Nachrichtenblatt. Die Kanadier Dan Miller und Bob Wadsworth vom Biblischen Astronomischen Nachrichtenblatt haben es sich zur Aufgabe gemacht, im Himmel nach Zeichen für die Ankunft des Antichristen und der Rückkehr des Messias zu suchen. Alten Überlieferungen zufolge sollen besondere Konstellationen im Himmel wichtige Entwicklungen auf der Erde vorhersagen. Aufgrund ihrer Beobachtung wussten sie, die Ankunft des Antichristen für den 10. April 1997 vorherzusagen. An diesem Tag sollte er als Papst Peter II. Die Macht im Vatikan übernehmen. Und am 11. April konnten sie am Himmel ihren eigenen Stern untergehen sehen. Diverse Zahlenmystiker für 1997. Die Zahl 1331 ist eine äußerst magische Zahl, da sie beispielsweise vorwärts gelesen dasselbe ergibt wie rückwärts oder gleich zweimal die Unglückszahl 13 enthält. Addiert man zu der magischen Zahl 1331 die 666, Nummer des Tiers aus der Offenbarung, ist es mehr als offensichtlich, dass der Antichrist nur im Jahre 1997 zurückkehren kann. Leider übersahen die Zahlenmystiker, dass die 1331 durch das Geburtsjahr des Messias geteilt auch nur 1 gibt. Division by Zero Error. Okay. Ende 1997, Anfang 1998. Verkündet von der Internationalen Hellsehervereinigung. Das klingt wie irgendwas aus Ankh-Morpork, aber okay. Die Religionen gelangen zu einer neuen Blüte. Weiß nicht. Heilige und Propheten werden erscheinen und die Gläubigen sicher führen. Weiß auch nicht. Die Meere werden kleiner werden, die Wüsten expandieren. Ja, gut, aber ob das jetzt bisher so drastisch war, weiß ich nicht. Die Welt leidet unter Missernten und Hungersnöten. Das Wetter spielt verrückt. Das ist jetzt so langsam, aber 97 war das noch nicht der Fall. Geisteskrankheiten und Gewalt nehmen sprunghaft zu. Die Naturgesetze sind außer Kraft gesetzt und die Dämonen erscheinen im hellsten Tageslicht. Okay, die Pest und andere Plagen breiten sich mit ungebremster Kraft über den Erdball aus. Naja. Und im Jahre 2001 soll die Menschheit endgültig vernichtet werden. Das alles und noch viel mehr soll schon seit Ende 1997 auf der Erde los sein, wenn man der Internationalen Hellsehervereinigung Glauben schenken darf, die zu diesem Szenario kam, da 92% ihrer 120.000 Mitglieder dieselbe Vision hatten. Das ist sportlich.
Okay, 25. März 1998 von der God's Salvation Church. Im März 1998 versammelten sich 150 Mitglieder der taiwanesischen christlich-buddhistischen Sekte God's Salvation Church in Garland, Texas, um dort auf die Ankunft Gottes zu warten. Sie gingen davon aus, dass Gott am 25. März auf Kanal 18 in Garland eine Fernsehansprache halten würde. Wenige Tage später, am 31. März um 10 Uhr, sollte er sich in einen Menschen reinkarnieren. Dabei würde er das Äußere des Sektenführers Ho Ming Chen annehmen. A likely story. 25. Juli 1998. Bob alias J.R. Dobbs, Führer und Hohepriester der Church of the Subgenius. Okay. Church of the Subgenius. Die Mitglieder der Church of the Subgenius glauben, dass der 5. Juli des Jahres der lang ersehnte X-Day gekommen wäre. An diesem Tag würden Außerirdische vom Planeten Xists landen und die auserwählten Subgenii auf die Raumschiffe des Sexgottes beamen. Okay. Der Rest der Bevölkerung würde anschließend sehr, sehr langsam vernichtet werden. Als der X-Day dann doch nicht eintraf, war der selbsternannte Hohepriester nicht um eine Antwort verlegen. Leider seien das Artefakt, auf dem das Datum stand, auf den Kopf gestellt worden. Nicht 1998, sondern 8661 sei das richtige Datum. Ab September 1998 einige radikale christliche Fanatiker. Also, wir haben noch nicht mal Namen hier. Im September wurden zwei christliche Pilger einer radikalen amerikanischen Vereinigung in Israel verhaftet. Das Ziel ihrer Reise war ein Anschlag auf die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem, dem drittgrößten Heiligtum des Islams. Durch den Anschlag sollte ein massiver Religionskonflikt ausgelöst werden, der langfristig zum Armageddon führen sollte. Nach Zerstörung der Moschee sollte der dritte Tempel an dem Standort der Moschee errichtet werden, da nach der Offenbarung Jesus zurückkehren würde, wenn an diesem Ort wieder rituelle Tieropfer an der Tagesordnung wären. Was? Oktober 1998, House of Yahweh. Dieser Sekte zufolge beginnt der Weltuntergang im Oktober des Jahres 1998 bis zum Jahre 2001, sollen 80% der Weltbevölkerung aufgrund von Atomkriegen dahingerafft worden sein. November 1998, Natalia de Lemony Makedonova. Nach ihr und ihrem Buch Ewige Gesetze, neue Menschheit, spirituelle Transformation soll im November 1998 Immanuel, der Sohn des Schöpfers und Herrschers des tausendjährigen Reiches in Slowenien geboren werden. Als Zeichen seiner Geburt soll ein Stern am Himmel erscheinen, der von jedem Punkt der Erde gesehen werden kann. Mit seiner Geburt wird die Reinigung der Erde eingeleitet. Centro, die philippinische Sekte Centro, sagt das Ende der Welt für das Jahr 1998 voraus. Alle Anhänger werden gebeten, dem Verstand zu folgen und sich an sichere Orte zurückzuziehen. Und nochmal 1998 ist das Weltuntergangsjahr, verkappter Zahlenmystiker für sie. Jesus wurde Jesus trotz fehlenden Wissens exakt 37 Jahre alt. Also wurde Jesus in der 1998. Woche seines Erdendaseins an das Kreuz geschlagen. Die Quersumme von 1998 ist 27. Addiert man die 2 und die 7 aus der 27, hält man 9. Teilt man wiederum 1998 durch die 9, erhält man die äußerst mystische Zahl 222. Außerdem steht in der Offenbarung des Johannes, wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres. Seine Zahl ist 19666. Achtung, Trommelwirbel, 666 plus 666 plus 666 sind 1998.
1999, verkündet von den Adventisten. Wenn der 1998 mal wieder über die Ufer getretene Rhein es nicht schaffen sollte, eine neue Sintflut auszulösen, kann es uns immer noch 1999 treffen, den Weltuntergangsstichtag der Adventisten. Anmerkung: Von offizieller Seite distanzieren sich die Adventisten seit einigen Jahren von sämtlichen Berechnungen und Spekulationen über die Wiederkunft Christi. Man bemüht sich klarzustellen, dass die Gemeinschaft der Adventisten nicht die Daten für das Weltende festlege, noch seit ihrer Gründung im Jahr 1863 jemals so etwas getan hätte. Mann, so viel 99 noch, wow. Ja, dann wieder God's Salvation Church, auch für 1999. Hon Ming Chen, Führer der God's Salvation Church, und seine Anhänger glauben, dass 1999 ein Nuklearkrieg weite Teile der Erde zerstören wird. Die Gruppe glaubt, in einem neunjährigen Jungen eine Reinkarnation Jesu Christi gefunden zu haben. Aber muss der nicht eigentlich so aussehen wie der Sektenführer dann? Das war ja Gott, der reinkarnierte Gott nach der Fernsehansprache. Ach ja. Wenn dieser Jesus des Ostens mit dem Jesus des Westens vereint wird, sollen über 100 Millionen Leben gerettet werden. Von dem anderen Jesus glauben sie, dass er 1969 in Vancouver geboren wurde und wie Abraham Lincoln aussieht. Okay. 1999 nach Christus, Ashtar Command Vereinigung, das Ende der Zeit ist nahe. Das Ende, oder der Neubeginn, könnte irgendwann einmal kommen zwischen 1984 und 1996, spätestens aber 1999. Alle Gläubigen werden von außerirdischen Intelligenzen, die die Evakuierung rechtzeitig über TV, Radio und Telepathie bekannt geben werden, mittels Lichtstrahlraumschiffen gerettet. Entschuldigung. Da nun aber das Jahr 2000 näher rückt, haben gewisse Ashtar-Medien eine neue Lehre entworfen. Den Ufonen um Ashtar sei es gelungen, die Reinigung der Erde ohne Weltuntergang einzuleiten. Der Übergang in die gereinigte paradiesische Zeit wird also ein allmählicher sein. Der Weltuntergang wird unnötig. Wieder 1999, Uriella, Führerin der Sekte Fiat Lux und selbsternannte Sprachrohr Gottes. Uriella, Badewasserpanscherin und geistiges Oberhaupt der Sekte Fiat Lux, erwartet einen riesigen Planetoiden, welcher angeblich Ende 1999 auf unseren Planeten einschlagen wird. Ganze Erdteile sollen dabei verschwinden, gleichzeitig werde aber auf wundersame Weise im Bermuda-Dreieck der versunkene Kontinent Atlantis aus dem Meer herausgespült. Ein Polsprung wird die Erde aus der Achse kippen und weitere Naturkatastrophen nach sich ziehen. China und die USA werden die Waffen kreuzen, Russland über Europa herfallen. Ein Meteorit, der nach dieses Jahr in die Nordsee einschlägt, wird mit einer 300 Meter hohen Welle Nord- und Westdeutschland überschwemmen. Nur ein Drittel der Menschheit wird die Katastrophe überleben. 1999, Professor Alexander Tollmann, Geologe und Nostradamus-Forscher. Der deutsche Geologe und Nostradamus-Forscher war davon überzeugt, dass im September 1999 ein Komet, wieder Komet, als Folge sollte 600 Grad heißer Sturmwind, gigantisches Erdbeben mehrfach um die Erde. Dadurch würde ein Weltenbrand entstehen, zu dem es zu einer weltweiten Verdunkelung durch Staub- und Wolkenschichten kommen sollte. Das wäre eigentlich die Idee gegen globale Erwärmung. Ein Monat später, im August, sollte nach Zollmann der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Und also einen Monat, nachdem alle im Dunkeln sitzen, kommt der Dritte Weltkrieg erst. Okay. Mit einer Endschlacht bei Köln, ja. Super. 1999, verkündet von Nostradamus, Prophezeiung des Nostradamus, Vers 10,72. Jahr 1999, im siebten Monat wird vom Himmel der große Schreckenskönig kommen. Okay. 11. August 1999, der Modemacher Paco Rabanne. Am 11. August, dem Tag der Sonnenfinsternis, stürzt die russische Raumstation Mir auf die Erde und lässt die französische Hauptstadt in einem Meer aus Flammen untergehen. Also so groß ist die Mir nicht, dass sie das könnte. Also war sie nicht damals. Doch die Katastrophe blieb aus und Rabanne entschuldigte sich in den Medien. Entschuldigung, dass das nicht passiert ist. Entschuldigung, dass Paris nicht brennt. Der Designer war so überzeugt von der Richtigkeit seiner Voraussage. Wo nimmt er das her, dass er ankündigte, nie wieder eine Prophezeiung abzugeben, wenn Paris am 11. August nicht zerstört würde? Doch auch mit dieser Ankündigung lag er daneben. Schon kurz vor seiner öffentlichen Entschuldigung gab er wieder Prophezeiungen von sich.
Der französische Premierminister Lionel Jospin würde niemals zum Präsident gewählt werden und die Welt würde doch noch von der Mir zerstört werden, eines Tages. 9. September 1999, eine nicht näher benannte indonesische Sekte auf Java, okay, das ist jetzt quellenmäßig auch nicht nachzuprüfen, am 9.9.99, 9 Uhr, sollte für die Mitglieder einer indonesischen Sekte die Welt untergehen. Die Mitglieder verkauften ihren gesamten persönlichen Besitz und verbarrikadierten sich für 9 Tage in ihren Häusern. Als am Weltuntergang Stichtag nichts geschah, verloren einige der nur mittellosen Mitglieder der Sekte die Kontrolle über sich und erschlugen 3 ihrer Führer. 19. Dezember 99. Dodson Mead, Bibelexperte. Der Bibelexperte Dodson Mead will aus den am Toten Meer gefundenen Schriftrollen herausgelesen haben, dass am 19. Dezember 1999 ein Ereignis eintreten wird, welches das Ende der Welt einläuten wird. 31. Dezember 99. Die erste. Wow, okay. Mike Richardson, Stadtdirektor der neuseeländischen Stadt Christchurch. Schon im Vorfeld bereitete Stadtdirektor der neuseeländischen Stadt Christchurch die lokale Presse auf das große Ereignis zur Jahrtausendwende vor. Die Wiederkunft Christi. Richardson, ein fundamentaler Christ, verteile unter seinen christlichen Brüdern Schriften, die darauf hinwiesen, dass das städtische Schwimmbad für Massentaufen genutzt werden könnte und das soeben renovierte Sportstadion für Zusammenkünfte der Heiligen. Und der eben erst fertiggestellte Kathedralenvorplatz zeugt von der Niederlage Satans, der alles getan hätte, um die Fertigstellung zu verhindern. 31. Dezember 1999. Die zweite, Joseph... Joseph Kipwitir, der Anführer der Bewegung für die Wiedereinsetzung der 10 Gebote Gottes, einer katholischen Sekte in Uganda, legte den 31. Dezember 1999 als Termin für den Weltuntergang fest. Als sich die Welt im neuen Jahrtausend noch immer drehte, verlegte er kurzerhand den Weltuntergang um einige Monate. Dann gibt es noch für 99/2000 von der Fatima-Botschaft, die Weissagung des Malachias und Jack van Impe für 2000. Stürmische Ereignisse, Antichrist wird erscheinen, die Erde 7 Jahre Not bescheren. Weiß jetzt nicht. Und dann natürlich Elisabeth Tissier, die Fernsehastrologin, wer die noch kennt aus den 80ern, die hat immer, Silvester hat sie immer Jahreshoroskop gemacht. Im ZDF, glaube ich. Hält aufgrund einer bestimmten Planetenkonstellation im Jahre 2000 den Weltuntergang für möglich. Also das gibt sich den Anstrich von Wissenschaftlichkeit, wenn man nicht sagt, da passiert's, weil ich habe geträumt von Gott. Sondern wenn man sagt, ja, es gibt da so Planetenkonstellationen und es könnte sein. Ne? Ist natürlich auch Quatsch. Dann wieder die Zeugen Jehovas im Jahr 2000. Nur endgültig die Welt. Und der 5. Weltuntergangstermin wird wahrscheinlich im 1. Januar 2001 bekannt gegeben. Geht das nur bis 2000? Anmerkung, ich glaube, die Seite ist von 2000. Die Führungsliga der Zeugen Jehovas hat sich aus verständlichen Gründen von einer erneuten, genauen Datierung des Weltuntergangs distanziert. Das Jahr 2000 wird allerdings von einer Vielzahl Zeugen nach wie vor die Jahr 1914 je Lehre vertreten, das für sehr wahrscheinlich... Moment, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Das war Unsinn jetzt. Die Führungsliga der Zeugen Jehovas hat sich aus verständlichen Gründen von einer erneuten, genauen Datierung des Weltuntergangs distanziert. Das Jahr 2000 wird allerdings von einer Vielzahl Zeugen, die nach wie vor die Jahr 1914-Lehre vertreten, für sehr wahrscheinlich gehalten. Einige von der Generation, die 1914 lebte, werden das Ende des Systems der Dinge erleben und überleben. Okay. 2000 nach Christus. Edgar Cayce, amerikanischer Prophet und Wahrsager, verkündet 1945, verstorbenem amerikanischen Propheten und Wahrsager. Die Apokalypse kündige sich mit schweren Erdbeben in Los Angeles, San Francisco und New York an. Die Mittelmeerländer würden vom Meer verschlungen. Nicht passiert. 2000. Jeanne Le Royer, französische Laienschwester, vorhergesagt von der französischen Laienschwester im 18. Jahrhundert. Sie sah das Ende des Papsttums und danach den Untergang der Welt. Gibt immer noch einen Papst.
Jahr 2000 nach Christus Bischof Hugh Latimer. Der Oxforder Märtyrer Bischof Hugh Latimer schrieb im Jahr 1552: The world was ordained to endure as all learned men affirm 6000 years. Now of that number there will be passed 5552 years, so that there's no more left but 48. Die Welt ist, wie jeder gelehrte Mensch bestätigen kann, dazu bestimmt 6000 Jahre zu überdauern. Von diesen sind bisher nur 5552 Jahre verstrichen, sodass der Erde nur noch 448 Jahre bleiben. Okay, auch für 2000. Sir Isaac Newton glaubt, dass das Ende der Welt kommt. Und Monte Kim Miller, Anführer der Concern Christians. Sie wollten das mit einem Selbstmord begehen, ewiges Leben im Jenseits zu finden. Miller glaubt, dass sie 3 Tage nach ihrem Freitod in Jerusalem wieder auferstehen werden. Jesus Christus starb am Kreuz und auch wir haben die Pflicht zu sterben. Okay, das ist alles geschrieben vor dem Jahr 2000. Also die Welt ist schon vor 20 Jahren untergegangen hier nach diesem Prophezeiung. Und dann noch wieder 2000, Vater Gobbi, Geistlicher der Marienbewegung. Die Jungfrau Maria soll ihm erschienen sein und hat ihm Folgendes mitgeteilt: Ich bestätige dir, dass im Jubiläumsjahr 2000 mein reines Herz triumphieren wird, wie ich es bei Fatima prophezeit habe, und dass Jesus Christus ruhmreich zurückkehren wird, um über die Erde zu herrschen. Warte mal, 2000 Hall Lindsay, merken wir uns mal. Gucken wir mal, wie viel ist denn das noch? Meine Güte, hier, na, wenigstens sind wir hier. Wow, ein Entenküken, okay. Hans-Jürgen Ewald, deutscher Untergangsprophet. Wenn man dem deutschen Untergangspropheten Hans-Jürgen Ewald Glauben schenken darf, wird das Jahr 2000 ein Schicksalsjahr der Menschheit, denn in diesem Jahr wird ein schwarzes Loch unser Sonnensystem vordringen und den Merkur zerstören. Also wenn das schwarze Loch beim Merkur ist, dann ist es an uns schon vorbeigeflogen irgendwie. Gibt nicht viel Sinn, aber okay. Ein Trümmerstock des Merkur trifft die Erde und eine 400 Meter hohe Flutwelle wird über Deutschland hinwegrollen und das Land weitgehend zerstören. Kalifornien und Japan werden sogar komplett im Meer versinken. 2000 nach Christus, verkündet von ein Entenküken. Die Geburt eines Entenkükens mit 3 Beinen sorgt in einem armen Viertel im Norden Perus für helle Aufregung. Abergläubische Bewohner in der Provinz Piura sehen darin ein Zeichen für den Weltuntergang im Jahr 2000. Ein Foto des hässlichen Entleins aus der Provinz erschien sogar in der Tageszeitung Expresso, die in der 1000 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Lima erscheint. Dann wieder vom Missionswerk Mitternachtsruf. Ja, nichts weiter. Mehrfach Fehlschlägen wieder. Ein Datum. 11. Januar 2000, Weekly World News, US-Zeitschrift. In einem Bericht der Zeitschrift Weekly World News zufolge ist der CIA im Besitz eines außerirdischen Raumschiffs, welches in der Wüste New Mexicos notlanden musste. Ein Überlebender der Besatzung, einer hochentwickelten Rasse, berichtete, dass Gott wie eine Furie im Universum wüten würde. Er sei von allen seinen Kreaturen enttäuscht und arbeitet sich systematisch durch das Universum, alle bewohnten Planeten zu zerstören. Die Erde stünde auf seiner Liste. Okay, 17.03.2000. Wieder der Kipfetier aus Uganda. Nachdem sein erster Versuch, den Weltuntergang festzulegen, kläglich gescheitert war, erklärte der selbsternannte Prophet der christlichen Sekte Bewegung für und so weiter seinen Anhängern, dass ihnen am 17. März die Jungfrau Maria erscheinen und sie in den Himmel führen werde, und fordere sie auf, irdischen Besitz zu verkaufen und sich die Fahrt in den Himmel und sich auf die Fahrt in den Himmel vorzubereiten. Ja, nach stundenlangem Singen, Lieder übergossen sich viele mit Benzin, zündeten sich an. Die meisten der 560 Toten, darunter auch viele Kinder, verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Nach dem Massaker fanden sich in Uganda noch zahlreiche Massengräber mit Toten, die ihrem Anführer nicht freiwillig folgen wollten und deshalb von anderen getötet wurden. Ja, super.
dann wieder Astrologen. Ah nee, das waren sonst immer Astronomen, bis auf die Fernsehastrologin. Einige Astrologen vertreten die Meinung, dass am Ende des 5. Mai 2002 die Welt untergehen werde. An diesem Tag stehen alle inneren Planeten unseres Sonnensystems auf einer Linie. Nach Angaben der NASA kommt es schon bei der Stellung von zwei Planeten in dieser Position zu einer 20-prozentigen Steigerung der Sonnenaktivität. Wenn diese Aktivität in Verbindung mit Erdbeben auf die Erde gebracht wird, könnte die Stellung der Planeten noch größere Einwirkungen auf die Sonne und somit auf unsere Erdkruste haben. Doch auch dies wird von einigen Forschern vehement bestritten und als New Age Wissenschaft abgetan, doch die Millennials vermuten den Weltuntergang. So, 31. Mai 2000. Am 31. Mai soll der Stern von Bethlehem zurückkehren. Denn Saturn und Jupiter gehen im Sternbild Stier eine große Konjunktion ein. Einige Weltuntergangssüchtige erwarten deshalb ein Ereignis, das mit der Geburt Jesus vergleichbar wäre. Reverend J.S. Malan, wenn es nach dem Pfarrer J.S. Malan aus Kapstadt ginge, würde die Welt im Jahr 2002 untergehen. Da er sich aber schon bei der Vorhersage der Zeit des großen Drangsales 1995 geirrt hatte, ist diese Vorhersage nicht sehr wahrscheinlich. Und dann für 2003, Häuptlinge Black Eagle Malachi York, Führer von 80 amerikanischen Jüngern. Ich weiß nicht, was afrikanisch-amerikanisch, soll es afroamerikanisch heißen oder sind das afrikanische Jünger und amerikanische Jünger, ich bin mir nicht sicher. In der ländlichen Gemeinde Eatonton, nur 60 Meilen südöstlich von Atlanta, haben sich 80 Afroamerikaner unter der Führung des Häuptlings Black Eagle Malachi York einen religiösen Zufluchtsort geschaffen, Tamaré, ein kleiner Ort im Ort mit eigenen Läden und einer 12 Meter hohen Pyramide. Also hier ist ja alles drin. Jetzt fehlen nur noch UFOs und wir haben hier alles drin aus allen Prophezeiungen. Pyramiden, komische religiöse Sekten und dort warteten sie darauf, dass die Prophezeiungen ihres Führers Wirklichkeit werden. York, ein verurteilter Schwerverbrecher, der nach eigenen Aussagen in der Galaxy Ilion geboren wurde, lehrt, dass im Jahr 2003, da ist wirklich alles drin, Pyramiden, Raumschiffe, alles, lehrt, dass im Jahr 2003 ein Raumschiff landen wird und 144.000 ausgesuchte Menschen mitnehmen wird. Weiß nicht, warum ich so viele Probleme mit 144.000 habe. So, 2005 nach Christus. Ja, die Anschläge kommen näher. Verkündet von der Evangelist George Curl. 1999, Gott richtet über den Antichristen. 2002, Beginn des großen Drangsals. 2005, Wiederkehr Christi und Millennium Israels. Okay, 2012. Michael Drosnin, Autor des Buches Der Bibelcode. Michael Drosnin, Autor des umstrittenen Buches Der Bibelcode, glaubt, in den 5 Büchern Mose eine geheime Botschaft entdeckt zu haben, aus der hervorgeht, dass im Jahr 2012 ein Komet auf der Erde einschlagen und alles Leben vernichten wird. Nicht passiert. 2012 nach Christus die Serien Sakina Blue Star interpretierte die Sagen der Hopi-Indianer, nach denen die Menschheit schon dreimal vernichtet worden war. Das erste Mal ging die Welt unter, als sich die Achsen verlagerten, das zweite Mal in der Eiszeit und das dritte Mal während der Sintflut. Nun ist das Ende der 4. Welt gekommen und unser Planet befindet sich momentan in einer Phase der großen Reinigung, die 2012 abgeschlossen sein soll. 22. Dezember 2012. Die Maya hielten dieses Jahr für das Ende ihres letzten Zykluses. Danach wird die Welt vergehen. Die Venus geht im Westen unter, die Plejaden gehen im Osten auf. Gleichzeitig geht die Sonne unter, dafür der Orion auf. Ja, das, wie ihr seht, für 2020 gibt es keinen Weltuntergang. Also wenn Weltuntergang, dann müssen wir noch 56 Jahre warten, weil der nächste ist im Jahr 2076, vorhergesagt von Bede dem Ehrwürdigen. Er hat im 8. Jahrhundert gelebt und er rechnet, dass Jesus 3942 Jahre nach Erschaffung der Welt geboren wurde.
Die 6000-jährige große Woche würde also genau im Jahr 2076 enden. Ja, und dann haben wir hier noch 2076 von diversen Sekten, weil der muslimische Kalender 1500 schreibt. Und das waren die Weltuntergänge, die hier sind. Und wie man sieht, Copyright Markus Gansel 99 bis 2000. Ist wahrscheinlich auch nicht besonders oft aktualisiert worden, die Seite. Es muss eine Weile her sein, dass ich da das letzte Mal reingeguckt habe. Ich glaube 2012 habe ich das letzte Mal reingeguckt. Naja. Haben wir also die fünf Monarchen, nach denen brauchen wir nicht suchen, aber wir suchen mal, was Nostradamus für 2020 vorhergesagt hat. Zack. Okay. Oh Mann. Nee, das sieht mir zu rechtsradikal aus da. Mein erster Eindruck. Ah, was schreibt die Welt denn zu Nostradamus? Nostradamus soll Trump prophezeit haben, okay. Achso, das ist da von 2016. Naja, ich glaube, es reicht auch erstmal. Ich kann mir ja noch was zusammensuchen und dann vielleicht noch einen zweiten Stream dazu machen. Ja, dann würde ich sagen, bis denn.